Ach, moin meine Freunde, willkommen zum Mittag mit Tipps und Tricks mit Günni. Boah, das ist jetzt das dritte Mal, dass ich jetzt versuche, dieses tolle Video zu machen. Ich hätte fast gesagt, scheiß Video. Jedes Mal hat jemand geschellt oder jedes Mal war irgendwie was. Ich versuche jetzt nochmal. So ihr Lieben, hab ein paar Fragen zusammengekriegt. Alles im grünen Bereich, mal im Stoppuhr machen. Damit wir nicht zu lang, das Video ist besser, wenn es um die 15 Minuten geht. So eine halbe Stunde ist, glaube ich, alles ein bisschen zu lang. Aber gut, ja, ein paar schöne Fragen sind wieder reingekommen. Auch über ein Video von Cressa, auf dem Cressa-Kanal, aber so ein paar Fragen drin, die habe ich dann hier mit reingenommen. Ich hoffe, ihr habt natürlich alle mein Filmchen gesehen auf dem Cressa-Kanal. War gut, oder? Ich fand es gut. Hat der Janek wirklich schön gemacht. Kann man gar nicht mit meinen Videos vergleichen, aber ja gut, Janek ist auch ein Profi. Ja, das muss man immer dabei sagen. Das ist ja wirklich sein Job. Der macht das richtig. Der macht das Bombe. Ich bin froh, dass wir den haben. Das ist ein richtig guter Junge. Da macht richtig Spaß, mit dem Angeln zu gehen. Und wenn der entfällt und so, das ist schon richtig. Das macht Gaudi. Aber alleine mache ich die Videos auch ganz gerne. Und die kommen mir auch so ein bisschen an. Ist jetzt nicht übertrieben, aber ich bin zufrieden. Ich bin sowieso immer zufrieden mit allem. Hauptsache, man Spaß. Gut, ein paar Fragen haben wir drin. Gleich machen wir noch ein Gewinnspiel. Mein erstes Gewinnspiel. Mal gucken, wie er ankommt. Mal gucken, ob der alles schön mitmacht. Oder ob nur einer mitmacht und der gewinnt dann. ist auch nicht schlecht, oder? Boah, das ist jetzt ein bisschen doof. Ein bisschen so. So, ja gut. Jetzt wollen wir mal ein bisschen die Fragen bearbeiten, bevor gleich hier wieder schellt und ich alles wieder abbrechen muss und dann wieder alles vorne machen muss. Weil ich habe keinen Bock. Unser Mittag, der soll nicht geschnitten werden. Ich habe gerade gedacht, guck jetzt wieder irgendjemand Dosen rein. Der Mittag soll nicht geschnitten werden, der soll einfach so durchlaufen, einfach ehrlich sein, ehrlich. Ungeschnitten, mit Stottern, mit Zitteln, mit allem. Und mit Blödsinn reden. Wir sind ja unter uns. Da geht das auch. So, pass auf jetzt. Jetzt geht los. Zeitlicher Fütterrhythmus auf Karpfen und Schlei. So, das ist wirklich. Boah, das kannst du so weit gar nicht beantworten. Das ist wirklich von Tag zu Tag verschieden. So, ich gehe jetzt mal von meinem letzten Video aus, wo ich auf Karpfen und Schlei gegangen bin. Da habe ich auch gedacht, ich müsste einen Futterrhythmus fischen von 5 Minuten. Aber war verkehrt mit dem in der ersten Zeit, habe ich schnell festgestellt, weil ich habe mir mit meinen Hanfpellets extrem viel kleine Kleinfisch rangeholt. Rotaugen, Rotfedern, dann Skimmer hatte ich. Aber wirklich auch klein, so richtig klein. Oder war schon ein bisschen nervig. Ich dachte, was machst du jetzt? Ich habe so einen Futterrhythmus von 5 Minuten gehabt. So, und dann bin ich einfach hingegangen, habe den Korb mal liegen lassen und habe 5 bis 7 mm Pellets habe ich drauf geschossen. Und die waren einfach zu groß für die Skimmer und für den kleinen Weißfisch halt. Dadurch sind die liegen geblieben und nach, so Schritt für Schritt, haben die großen Fische einen Platz übernommen. Dann kamen natürlich erstmal wieder die großen Brassen und nachher auch schöne Karpfen, Schleien und dann hat es wirklich alles geklappt. Habe aber trotzdem noch immer einen Futterrhythmus mit meinen Pellets, weil ich immer gerne diese Handwolke haben möchte, weil da unwahrscheinlich die Schleien draufstehen. Habe einen Futterrhythmus gehabt von 20 Minuten, bin ich super mit klargekommen. Habe dadurch ein bisschen kleinen Fisch am Platz gehabt, aber die haben mich schnell weggefressen gehabt. Also das war eigentlich, hat alles gepasst. Und die großen Pellets sind liegen geblieben. Die habe ich alle 3 bis 5 Minuten habe die geschossen. Immer so, ja, ich sag mal, so 10 Pellets, immer drauf geschossen, alle 5 Minuten. Und dann hat der Platz nachher richtig schön gebrannt. Und ich habe auch richtig schön gefangen, auch gute Fische, große Karpfen, für Fiedern jetzt große Karpfen, schöne Schleien. Richtig dicke Braxen, die sind ja immer dabei. Und nee, das hat alles wirklich sehr gut geklappt. Okay, weißt du Bescheid. Jetzt zu Robert. Peace geht raus. Danke für die Frage. Und zwar mit dem Futter vom letzten Barbenangeln, auch vom Cressa-Video. Da fragen mich immer so viele, was ich da für eine Käsemischung. Was ist da für eine Käsemischung? Seid ihr alle Günni? Komm, wir müssen das doch wissen. Ja, ihr wisst ja, hier auf dem Fangsee-Kanal, da machen wir alles offen. Da sagen wir alles. Da gibt es keine Geheimnisse. Und zwar hier, komm. Da ist sie.
eine Käsemischung. Da ist so ein Pulver. Das ist wirklich, das kannst du mit dem Futter reintun. Man muss natürlich ein bisschen aufpassen, weil er hat eine unwahrscheinliche Klebekraft. Aber was ja nicht schlimm ist am Rein. Dann müsst ihr halt nicht mehr ganz so viel drücken und das ist eigentlich ganz gut. Und ist auch nicht ganz so teuer. Gut, jetzt machen wir ein bisschen Werbung für eine andere Firma, was absolut okay ist. Ich habe da nichts von. Und zwar Boily Scout. Boily Scout Käsemischung. Und dann macht ihr ein bisschen über, Entschuldigung, ein bisschen über eure Magen drüber und ein bisschen im Futter rein. Das gehört ruhig eine schöne Handvoll rein. Und dann zieht echt, da haben die Barben richtig Bock drauf. Und das riecht so richtig, richtig stark nach Tacos, Käsetacos. Das Zeug ist schon, ich glaube, da benutzt keiner schon wieder. Aber ich. Und natürlich jetzt ihr. Und ihr werdet sehen, damit fangt ihr richtig gute Barben. Das ist einfach so. So, meine Freunde. Ja, Robert, das war für dich. So, Frage von Volker. Peace geht raus. Der Rutenhalter, welche Rutenhalter ich da verwende? Ich denke mal den Dreibein, vorne der zwei Beine und dann hinten die Stange, die am Stuhl festgemacht ist. Die ist von Koro, weil Chris hat, glaube ich, gar keinen Leben mit drei Beinen. Ne? Und der Stand ist dann ziemlich statisch. Kann gut sein, kann aber auch manchmal schlecht sein. Weil zum Beispiel, wenn du einen Biss hast und du angelst nur mit einer Rute, würde ich die nicht nehmen. Weil der Arm geht nicht rum und ja, mit dem Kescher wird alles ein bisschen schwieriger. Also wenn du mit zwei Ruten angelst, nehme ich die von Koro, und wenn ich mit einer Rute angel, mit Cresta. Und hinten, wo ich die, sag mal schnell, die Ruten reindrück, hinten, die zwei Rutenhalter, die sind von Preston. Okay, das wäre auch dann schön beantwortet. Und zwar, Grüße gehen raus an Florian. Der hat mich gefragt, wie ich am Rhein vorgehe, wie ich meine Spots aussuche, wonach ich gucke, da wo ich mich nicht auskenne und ich neue Stellen suche. So, ich gehe erstmal grundsätzlich hin, ich Google Maps, gucke ich, wo was wie ist. Gerade Strecken, wenn ich, natürlich kommt immer darauf an, auf welche Fischart ich gehen möchte. Wenn ich jetzt auf Baden gehe, versuche ich immer, gerade Strecken zu finden, kiesige Strecken, wo viel Kies ist oder Sand, so die Richtung, die sind gut für Barben. Wenn ich jetzt auf Aaland gehen möchte, suche ich mir tiefe Buhnenfelder, große Buhnenfelder, die dann eine große Kehrströmung haben, dass ich dann in der Kehrströmung angeln kann, weil da hast du meistens Aaland, Ostnasen sind wir auch schon mal, dringen wir auch schon mal rein, aber so die Richtung. Dann gucke ich, kommt davon, wenn ich jetzt auf Brassen gehen möchte, also allgemein auf Weißfisch, Brassen, Roder und Plötzen, Rotfedern, so die Richtung. Dann fische ich in der beruhigten Zone. Das ist zwischen Kehrströmung und Hauptströmung, da hast du deine beruhigte Zone. Die ist manchmal so beruhigt, wenn du die gut triffst, dann ist deine Rutenspitze, die ist komplett gerade. Also da ist keine Strömung, gar nichts. Und wenn ich auf Barben gehen will, dann werfe ich über die Strömungskante drüber und lasse ihn einfach an der Kante zurücktreiben und dann fische ich da auf Barben. Also ein Buhnenfeld zeichnet sich immer auf drei Strecken aus. Das ist die Kehrströmung, beruhigte Strömung und Strömungskante. Und da könnt ihr dann die verschiedenen Fischarten finden und dort klappt es auch ganz gut. Außer im Winter, dann fische ich wirklich im Hauptstrom, weil dann die ganzen großen Weißfische alle im Hauptstrom drin sitzen, wie große Barben, große Aaland, große Rotaugen. Und die beißen auch im Winter dran. Aber wirklich im Hauptstrom, nicht im Buhnenfeld drin. Ja, ich hoffe mal, Florian, dass ich die Frage damit so ein bisschen beantwortet habe. An der Strecke, wenn ich angel, ich gucke dann wirklich, ich fische alle drei Strecken ab und gucke, wo welcher Fisch sitzt. Und wie sie laufen und dann, das muss er auch machen. Das ist am Anfang, muss man erstmal ein bisschen suchen. Fische muss man suchen, nicht einfach hinsetzen und losangeln. Das ist immer ein bisschen schwierig. Oder siehst dann auch große, große Buhnenfelder und dann gerade Strecken. Aber gerade Strecken sind auch gut. Gerade wenn du auf den Baden gehen willst. Und oftmals hast du auf gerade Strecken auch riesen Rotaugen.
Das ist ein Riesen-Holland. Das ist einfach so. Manchmal sind gerade Strecken sogar besser, wo keine Krebsköppe sind und kein Bodenfeld ist. Das ist richtig. Da sind die Fische aggressiv. Die haben da keine ruhigen Zonen, wo die sich hinhocken können. Wenn die was sehen, die hacken rein und bam, geben richtig Vollgas. Und dann sitzen auch richtig große Russnasen oftmals. Okay, Florian. Da weißt auch du Bescheid. So, was haben wir jetzt nochmal? Letzte Frage, damit wir nicht noch so lange sind. Dann sind wir von der Zeit her schon besser. Dann machen wir gleich das kleine Gewinnspielchen noch. Und dann sehen wir mal. Grüße gehen raus an Kevin. Und zwar, der hat gefragt, unter dem Cresta-Video kam die Frage, glaube ich wenigstens. Ja, weiß ich nicht, kann sein. Er hat mit einer 3-Unzen-Spitze geangelt und die ganze Route war immer komplett krumm. Ist schon sehr ungewöhnlich, weil bei euch, glaube ich, wenn ich wirklich einen dicken Strom angel im Winter, dann nehme ich 5 Unzen, 6 Unzen. Das ist richtig. Aber dann, wenn ich wirklich im fetten Strom, dann fische ich wirklich mit 250 Gramm Futterkörbe, ganz schwere Körbe. Aber so jetzt im Sommer oder im Herbst, Frühjahr, ja, gehe ich nie über 3 Unzen. Und ich denke mal, das wird wohl daran liegen, ich weiß ja nicht, welche Schnur du fischst. Dann weiß ich nicht, was du von der Route hast. Das muss alles harmonieren. Das ist aber ganz wichtig, auch am Rhein. So, ich zum Beispiel fische eine 25er Mono. Hatte viele sagen, ja, du musst eine geflochte fischen. Nee, ist gar nicht so, dann hoppelt der Korb viel zu stark. Also ich fische eine Mono 25er am Rhein. Mit einer extrem großen Schlaufe. Aber das habe ich auch eigentlich im Prinzip alles in den, auch im Cresta-Video erklärt. Wichtig ist, eine extrem große Schlaufe zu fischen, damit ihr einen Bogen drin habt. Weil der Biss kommt sowieso, den seht ihr dann so oder so. Und durch diesen Bogen habt ihr kaum noch Druck auf den Korb. Und der Korb hoppelt dann vielleicht langsam oder der bleibt dann irgendwo hängen und dann fangt ihr die Fische. Und dann ist die Route auch nicht krumm. Natürlich ein bisschen gebogen ist sie am Rhein immer. Außer wenn du jetzt wirklich in der beruhigten Zone angelst, dann ist die Kerze gerade. Na, aber da sitzen auch nicht immer die Fische. Wie gesagt, die muss man dann schon suchen. Also eine 3-Unzen-Spitze, wenn du alles richtig machst, ist eigentlich schon okay. Also ich gehe gar nicht drüber. Weil sonst hast du ja von der Bisserkennung, die mittleren Fische erkennst du ja dann auch schon gar nicht mehr, wenn die beißen. Und deswegen fische ich auch einen Helikopterrig, weil dann hacken die sich auch ein bisschen selber, falls man mal einen Biss verpasst. Oder so in die Richtung. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt keine Frage vergessen. Die haben wir alle durch. Ja. Gut, dann machen wir jetzt noch ein Gewinnspiel. So, wir gehen hin. Also ich verlose oder in dem Gewinnspiel werde ich meine kompletten Futtermischung verlosen, die ich beim Cresta-Video benutzt habe. Das heißt, 3-Mix von Zamataro kommt rein. Barben-Mix von Zamataro kommt rein. Meine Käsemischung, da fülle ich euch ein bisschen von ab, die ihr für einen Tag braucht. Mache ich ein kleines Beutelchen. Die kommt dann auch rein. Und habe ich jetzt nicht hier, jetzt muss ich das so sagen, 4,5er Pellets kommen auch mit in den Karton rein. Und das könnt ihr gewinnen. Und was müsst ihr dafür machen? Ihr müsst einfach unter diesem Video für mich neue Fragen stellen. Oder irgendwas, was euch interessiert, oder mal Freunde markieren oder mal Video teilen. Auf jeden Fall unter diesem Video müsst ihr ein bisschen was mitmachen. Und bei den tollsten Fragen, die werde ich dann natürlich nächste Woche mit reinnehmen. Und da werde ich den Gewinner auch preisgeben. Da machen wir mit so einem Zufallsgenerator. Den lasse ich dann laufen. Und dann suche ich mir den Gewinner raus. Und der kriegt dann von mir meine ganze Futterrange, die ich auf Barben fisch. Die schicke ich den zu. Und nächste Woche gebe ich dann Preis, wer dann gewonnen hat. Und da bin ich mal gespannt, wer da alles mitmacht. Und ihr werdet sehen, damit fangt ihr Barben. 100%. Mal noch ein Zettelchen da rein, wie ihr das machen müsst. Auf Urlaub ist ja nicht so schwer. Ja, da müsst ihr einfach 1:1 alles mischen. Und mit den Pellets
bisschen einweichen. Die 4,5er Pellets brauchen so 4 Minuten. Lass sie nicht zu lange, die dürfen nicht Matsche werden. Und die macht ihr separat im Korb rein. Und Maden, ganz, ganz viele Maden. Ganz viele Maden. Und die Maden müsst ihr wirklich mit der Käsemischung, müsst ihr die schön einstreuen. Müsst ihr natürlich Sägespäne vorher weg, absieben und dann die Käsemischung schön drüber streuen. Und dann sollt ihr sehen. Und die Käsemischung kommt noch schön kräftig im Futter rein. Und dann werdet ihr sehen. Dann fangt ihr auch richtig schöne Barben. Geht eine gerade Strecke und dann werdet ihr Barben fangen ohne Ende. Mal gucken, ich gehe wohl jetzt nächste Video. Dann gehe ich, sagt mal schnell, auch nochmal auf Barben. Aber so richtig im Ruhrpott. Ich gehe mal so richtig in den Ruhrpott rein. In Duisburg, da in der Nähe Duisburg. Und da mache ich so richtig so Ruhrpottangeln. So richtig grob, richtig in der dicken Strömung. Mal gucken. Ich weiß auch nicht, welchen Stuhl ich da mitnehme, wie ich mich da hinsehe. Ich muss mal gucken. Auf jeden Fall, da wird bestimmt auch ein klasse Video. Okay, wisst ihr Bescheid? Macht alle kräftig mit beim Spiel. Beim Gewinnspiel. Dann habt ihr mal eine richtig schöne Futterrange von mir. Die schicke ich euch zu. Und dann schauen wir mal. Also, schön unten drunter schreiben. Ein paar Fragen stellen, was ihr mal immer wissen wollt. Beim Angeln, wie alles funktioniert. Oder markieren. Oder liken. Oder liken. Immer wichtig. Ganz viel liken. Ne? Dann jeder, der da irgendwie eine Aktion mitmacht, ist im Gewinnspiel dabei. Okay, wisst ihr Bescheid. Ich bin weg. Peace geht raus. Euer Günni.